Herzlich willkommen, ich bin's Laser und heute ein Mega-Unboxing. Und zwar haben wir hier verschiedene Bereiche, ich möchte das kurz vorweg sagen. Wir haben hier einmal Roller, wir haben Modellbau, wir haben Modellbau. Nein, und Filmmaterial, sprich GoPro. Ja, das ist ein riesen Unboxing. Ich habe das ist alles jetzt im Laufe der Woche eingetrudelt und da habe ich mir gedacht, ich habe eh keine Zeit für die Sachen zum Auspacken und jetzt am Wochenende habe ich endlich die Zeit dafür, euch das zu zeigen und auch für mich die Sachen mal auszupacken. Ich habe natürlich überall mal reingeluschert. Wir fangen zuerst mit den Rollersachen an, würde ich sagen, und dann arbeiten wir uns langsam zur Modellbau aka Kamerageschichte hin. Fangen wir mit dem größten Karton an und zwar handelt es sich hier wieder um einen Klapphelm von Lidl. Ja, ich muss kurz dazu sagen, ich habe dieses Modell schon und zwar das 2 Jahre alte Vorgängermodell und ja, ihr seht hier eigentlich schon die Funktionsweise, wie dieser Helm funktioniert. Leider auf dem Kopf, aber was soll's. Ich packe diesen Helm mal kurz aus und dann möchte ich mal kurz ein paar Sachen zu diesem Helm sagen. Wir haben da unten noch eine Tasche und das war's. Hier haben wir den Lidl-Helm, sage ich immer zu ihm. Ich finde, dieser Helm sieht eigentlich ziemlich geil aus, weil er matt schwarz ist. Es gibt ihn auch in matt Silber, aber ich finde matt schwarz einfach stark. Und ich liebe diesen Helm. Dieser Helm ist wirklich optimal für Rollerfahrer. Und das ist ganz wichtig, dass die Leute jetzt hier zuhören. Ich finde, für Rollerfahrer ist dieser Helm absolut ausreichend. Für alles andere, was schneller ist als ein Roller, würde ich diesen Helm nicht empfehlen. Weil da seid ihr wirklich ein Sicherheitsrisiko und gefährdet eure Gesundheit. Aber dieser Helm ist für Rollerfahrer absolut ausreichend, was Sicherheit angeht, muss ich sagen. Dieser Helm wurde geprüft und hat auch mehrere Prüfzeichen, genauso wie TÜV-Gutachten und hier ganz wichtig die E-Zeichen zur Prüfung, dass dieser Helm geprüft worden ist und somit auch zulässig ist im Straßenverkehr. Hier haben wir den TÜV Rheinland. Das Teil ist also verifiziert worden und dieser Helm wurde auch geprüft aus Sicherheit. Das heißt, wir haben hier zwar einen günstigen Helm im Durchschnitt von 49 Euro, der alle 2 Jahre mal bei Lidl auftaucht, aber es ist ein geprüfter Helm und absolut für Rollerfahrer in meinen Augen absolut ausreichend. Ja, ich hole mir eigentlich jedes zweite Jahr immer wieder mal einen neuen Helm. Ich möchte mal kurz meinen alten zeigen. Mein alter Helm ist hier, das ist die alte Version. Hier haben wir jetzt die neue Version. Bei der alten Version fand ich geil, dass wir hier diese Lüftungsschlitze an den Seiten hatten. Was ein bisschen blöd war, weil während der Fahrt diese Hebel hier zu bedienen, ist gut, so gut wie unmöglich, weil die sich so schwer bewegen lassen und die Einstellung ist so bescheuert gemacht. Da finde ich jetzt hier die neue Einstellkappe eigentlich bequem, weil man die mit einer Hand auch während der Fahrt hoch oder runter machen kann. Finde ich richtig stark. Vorne das Öffnungsfenster hier vorne ist gleich geblieben. Das ist hier auch immer noch das gleiche. Ja, und dann halt eben das tolle, dieses Visier, was man ohne Werkzeug austauschen kann. Das haben wir bei dem neuen Helm ebenso. Die Visiere sind auch 1:1 gleich. Die Visiere bekommt man auch noch 5 Jahre später nachgekauft. Und die sind nicht so teuer. Ja, wie gesagt, dieser Helm, ich finde ihn eigentlich sehr geil. Das Problem ist, dass dieser Helm, der ist jetzt schon 2 Jahre alt. Ihr seht, nach 2 Jahren bekommt er hier hinten an der Halskrause Risse. Und das größte Problem, finde ich, bei diesem Klapphelm, und das ist leider bei jedem Klapphelm so, ist, dass hier die Backenpolster ausleihen, die kann man aber waschen. Das größere Problem ist dieses Einrastmechanismus. Hört mal. Da, auf der einen Seite. Da hakt er nämlich bei mir nicht mehr ein. Und wenn das der Fall ist, solltet ihr unbedingt einen Klapphelm wechseln. Weil bei einem Klapphelm ist diese mechanische Verriegelung, die wir hier haben, wenn wir hier reindrücken und sich der Helm öffnet, haben wir hier 2 Metallhaken und die haben wir hier auf der Seite auch nochmal. Und diese Metallhaken gehen hier in diese Metallösen rein und verschließen das Ganze. Zack. Und hier hakt jetzt auch nichts mehr nach. Sollte dieser Mechanismus kaputt sein und ihr merkt nach dem Runterziehen des Helms, dass das auf einer Seite nicht mehr richtig einhaken will, solltet ihr euch einen neuen Klapphelm besorgen, weil dann ist dieser Mechanismus schon zu alt oder hat einen abgekriegt. Bei meinem hier hakt er nicht mehr richtig ein, eine Seite klemmt immer und dann muss ich den Helm öfter mal auf- und zuhauen und
gefällt mir nicht mehr. Der Helm ist auch einfach zu alt. Eigentlich mache ich das immer so, dass ich mir eigentlich immer nur neuen Helm hole, wenn ich einen Unfall hatte oder wenn der mir runtergefallen ist mehrfach. Aber dieser Helm ist mir jetzt in den letzten 1-2 Jahren nicht runtergefallen und ist eigentlich noch von den Dingen her sicher, aber er ist mir einfach schon zu abgenutzt. Und daraufhin habe ich mir jetzt einfach einen neuen geholt. Das Design ist wie der alte, schön schlicht. Ich finde das einfach super, wenn der schwarz matt schön schlicht ist. Und hier das Visier. Ich mag diesen Helm sehr. Die Mechanik funktioniert sehr gut. Auch hier, dass man dieses Visier ganz fein einstellen kann, finde ich ganz wichtig. Man kann hier also ganz feine Schlitze herstellen. Und das Visier macht das auch mit. Seht ihr? Ganz kleiner Spalt nur, mittelmäßig groß. Was ich auch cool finde ist, was ich aber noch nie benutzt habe, ist hier das Sonnenvisier, was man runterziehen kann. Sieht natürlich geil aus, wenn man hier noch so ein Sonnenvisier runter macht. Und kann man mal benutzen, wenn starke Sonne ist. Ansonsten ist der Helm wirklich, wie gesagt, für 50 Euro absolut in Ordnung. Und wenn man sich alle 2 Jahre einen holt. Ich muss dazu sagen, ich hatte damals vor knapp 4-5 Jahren einen von Luis, einen richtig teuren Markenhelm, der hat mich über 200 Euro gekostet. Dieser Helm, dieser Klapphelm, ist auch hier an dieser Mechanik irgendwann kaputt gegangen und auch das Innenfutter ist irgendwann ranzig geworden. Und da war für mich der Punkt, okay, es lohnt sich nicht mehr für mich, einen Markenhelm für 200 Euro zu holen, wenn der nach 1-2 Jahren genauso ranzig wird wie hier so ein günstiges Modell. Und wenn ich das alle 2 Jahre austausche, dann sind das wenigstens so 50 Euro und nicht irgendwie 200 Euro. Was haben wir noch dabei? Was ich richtig geil finde, wir haben noch ein komplett nagelneues Ersatzvisier mit dabei. Richtig stark, weil jedes Jahr tausche ich ungefähr das Visier aus, weil das andere Visier durchs Reinigen etc. leichte Kratzer gekriegt hat. Und ich finde nur eine schöne, klare Sicht, ist wirklich eine sichere Sicht und auch eine gute Sicht. Schönes Visier und dann haben wir hier nochmal die Backenpolster in nochmal einer anderen Größe. Finde ich natürlich auch geil. Und wir haben auch nochmal extra hier so eine Wangendinger, die kann man, glaube ich, hinter auch an die Ohren für ein Headset etc. Ich weiß aber nicht, da habe ich mich nicht genau informiert. Und wir haben nochmal eine bessere Nackenlehne, die hier enger zusammengeht für den Winter etc. Die geht dann und schließt dann besser den Helm. Und dann liegt der Hals besser hier an. Ja, habe ich aber auch noch nie benutzt. Habe ich mittlerweile auch schon 3-4 Stück, weil den Helm habe ich ja jetzt schon öfter mir geholt. Und davon habe ich jetzt auch noch diese ganzen Polster übrig. Und die sind alle kompatibel mit dem jetzigen Modell. Kommen wir zu dem nächsten, das hier etwas kleiner ist. Und zwar sind das 2 Bremsschalter, die ich hier besorgt habe. 2 Bremsschalter, wo auch diese blaue Tüte, die habe ich gerade vergessen zu zeigen, dazugehört. Diese Bremsschalter, das sind, die gehen öfter mal gerne kaputt. Besonders wenn der Roller ein bisschen älter ist, wie bei mir. Und bei mir sind das mittlerweile jetzt schon gute 11-12 Jahre und da sind jetzt bei mir hier die Schalter langsam hinne und wichtig ist natürlich, wenn ihr bremst, dass hinten das Rücklicht angeht und bei mir wackelt das manchmal, deswegen habe ich mir hier 2 neu geholt, die werden gleich beide ausgetauscht und dann habe ich hier noch den passenden Bremsgriff, weil wie ihr wisst, musste ich ja damals bei mir die rechte Seite den Zylinder austauschen und da war leider der falsche Hebel, also mein Hebel, der ist zu kurz an der Stelle und deswegen wackelt das Ganze und bei mir gibt es da einen kleinen Wackelkontakt, deswegen auch noch den Bremsgriff. Ich habe euch ja gesagt, da wird einiges kommen für den Roller, wo es gleich schon weitergeht zu dem nächsten Paket, was wir hier haben. Und zwar haben wir da drinnen das Teil. Oh, immer so viel Plastikmüll. Ja, da habe ich das hier ersteigert zu einem richtig guten Kurs, muss ich sagen. Hier haben wir alle Schalter dran. Eigentlich hat er wohl hauptsächlich das Teil verlost, was ich nicht brauche. Ich brauche hier nur die Schalter. Ich habe euch erzählt, dass bei mir im Winter der Blinker kaputt gegangen ist. Und da ist hier die Mechanik innen drin gebrochen, die hier noch einwandfrei funktioniert. Das heißt, zack, Blinker ist aktiv. Einmal draufdrücken, Blinker ist deaktiviert. Funktioniert hier hervorragend. Genauso wie der Hubknopf und hier oben der Schalter. Aber der ist bei mir noch absolut in Ordnung. Das heißt, Blinker brauche ich auf jeden Fall und hier den Lichtschalter. Da hat nämlich meiner irgendwie, ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwie hat mein Schalter da wohl einen Schaden innen drin. Und das müssen wir mal mit dem neuen testen, ob das immer noch so ist. Ich erhoffe mir natürlich, wenn ich den austausche, dass mein angeblicher Kurzschluss weg ist. Ja, und hier natürlich noch den E-Starter, den ich auch austauschen werde. Das heißt, die ganzen Schalter hier habe ich für 6 Euro gekriegt. Das ganze Teil
hat 6 Euro bei eBay gekostet. Die Schalter neu hätten mich 20 oder 15 Euro der Blinker gekostet. Das Lichtteil 10, die Hupe und der E-Starter auch so circa 5 Euro. Also habe ich hier wieder einiges an Geld gespart. Kommen wir zur, ich würde sagen, ja, ihr habt richtig gesehen, eine neue Funke. Kommen wir gleich zu. Kommen wir kurz zur GoPro-Geschichte. Und zwar habe ich hier einmal was und hier zwei tolle Sachen. Fangen wir erstmal hiermit an. Und zwar handelt es sich hier um neue Ladestation plus Ladekabel für die GoPro mit zwei Phantom-Akkus, die ich auch schon aufgeladen habe und somit mir auch wieder möglich war, mit meiner GoPro zu filmen. Und zwar haben wir hier zwei Phantom-Akkus mit Ladestation für die GoPro 4 und das hat mich ca. 20 Euro gekostet. Witzigerweise hatte ich das schon lange bestellt, so ein Set, und das kam irgendwie nicht an bei mir, ne? Und deswegen war ich ein bisschen verärgert, weil ich die GoPro die ganze Zeit nicht benutzen konnte. Und was jetzt wieder der Fall ist. Das heißt, GoPro hat wieder Akkus und wir können wieder schön mit der GoPro geile Videos drehen. Dann habe ich hier noch was Schönes für die GoPro. Und zwar ist das richtig geil. Das finde ich richtig stark. Dafür hole ich euch mal näher ran. Das ist richtig stark. Das möchte ich euch gerne zeigen. Das ist so geil. Und zwar für 15 Euro, Leute. Das ist wirklich der Hammer. Haben wir hier ein Alu-Gehäuse für die GoPro 4. Also richtig komplett, das ganze Teil ist komplett aus Alu gefertigt, aus einem Block. Wir haben hier eine Feststellschraube, um die GoPro festzuhalten. Und wir haben hier vorne noch ein Glas mit einem Gewinde. Das heißt, was heißt ein Glas? Das ist hier kein Glas, sondern eine Öffnung. Aber wir haben hier für ein Gewinde was. Und zwar haben wir hier eine UV-Filter, und zwar 37 mm. Und den können wir da drauf machen. Das möchte ich euch mal kurz zeigen. Wenn ich wüsste, wie das hier eingepackt ist. So. Und das ist gleichzeitig unser Linsenschutz. Das heißt, hier ist eine Glasscheibe drin, ein UV-Filter. Den können wir hier drauf drehen. Das Ganze ist Alu auf Alu. Zack. So, jetzt haben wir hier eine Glasscheibe drauf, einen Filter. Da. Der beeinflusst nicht das Filmen oder die Qualität der Kamera. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Mini-Kameraschutzdeckel, den wir hier drauf machen können. Und somit ist das Glas auch noch geschützt und wir können die Kamera schön transportieren ohne wasserdichtes Gehäuse. Zwar möchte ich euch das kurz zeigen. Hier habe ich meine GoPro. Und die GoPro kommt jetzt hier rein. Wir müssen das kurz hier aufdrehen. Dann kommt die GoPro hier rein und jetzt können wir hier ganz vorsichtig an der Seite, hier ist so ein Gummi extra, das festdrehen, nicht zu doll. Zack, und schon sitzt die GoPro bombenfest, also hier fällt nichts mehr raus. Das Starke ist aber noch an diesem Gehäuse, an diesem Alu-Gehäuse ist, wir können hier weiterhin noch die Zusatzakkus, Zusatzbildschirme etc. weiter noch benutzen. Das Starke ist, wir haben jetzt kompletten Schutz außenrum und von vorne für unsere GoPro 4. Und es kann nichts kaputt gehen. Das Geile noch an dieser ganzen Geschichte ist, wir haben hier überall Stativgewinde. Wir haben hier ein Stativgewinde. Wenn wir das rausdrehen, haben wir hier ein Stativgewinde. Wir haben hier oben zwei Stativgewinde. Wir haben hier an der Seite ein Stativgewinde. Das heißt, wir können dieses Alu-Gehäuse, egal wie, befestigen. Und das finde ich richtig stark. Das habe ich mir jetzt extra für mein Axel Rave geholt, damit ich euch geile Aufnahmen zeigen kann. Und wenn wir jetzt hier die Kappe abnehmen, sehen wir hier, wie schön unter dem Glas die GoPro 4 geschützt ist. Ob das Ganze auch noch für die GoPro 3 geht, weiß ich nicht. Das müsst ihr selber herausfinden. Ich möchte da nichts Falsches sagen. Auch noch hier zu den Öffnungen. Wir kommen hier überall ran, hier zur Klappe für unsere Sachen. Das heißt, wir brauchen das auch nicht rausholen. Oben an den Knopf kommen wir ran. Vorne an den Knopf kommen wir ran und auch können das Display lesen. Und hier an der Seite für den Wi-Fi-Knopf. Ja, wie gesagt, fällt nicht raus. Und dazu ist auch noch weiteres Zubehör dabei. Und zwar einmal ein Lanyard. Dann haben wir hier ein Blitzschuh, was ich richtig stark finde. Den Blitzschuh, der hat hier auch noch eine kleine Mahnschraube, womit wir irgendwas fixieren können. Der Blitzschuh zum Beispiel, den können wir hier überall, wo die Öffnungen sind, befestigen mit der dicken Schraube, die damit bei ist. Und zwar möchte ich euch das kurz zeigen, demonstrieren. Muss mal kurz gucken, wo der Blitzschuh reinkommt. Aber ich glaube, das war hier oben.
Ja, die japsen wieder. Die Schraube ist zu lang. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich hier die Schraube noch einen Tick kürzen. Die ist nämlich viel zu lang für den Blitzschuh. Ansonsten würde sie den Blitzschuh hier oben festhalten. Das heißt, nach der Kürzung der Schraube, die man jetzt selber noch vornehmen muss, was ich jetzt nicht so toll finde, kann man hier den Blitzschuh noch befestigen. Entweder hier oben, hier an der Seite oder hier an der Seite oder unten. Dann haben wir vor unten noch den typischen GoPro-Halter aus Alu, den wir hier befestigen können. Da werden wir jetzt auch mal kurz testen, ob wir hier jetzt noch nacharbeiten müssen oder nicht. Und probieren mal kurz diese beiden Schrauben für euch festzuschrauben. Dann wisst ihr gleich, ob es funktioniert oder nicht. Wäre jetzt ein Witz, wenn das auch nicht funktioniert. Nein, das funktioniert einwandfrei. Das heißt, wir haben hier wieder das normale GoPro-Gewinde, was wir auch hier bei dem Plastikgehäuse haben. Und somit können wir unsere Kamera auch mit dem normalen GoPro-Zubehör befestigen. Was ich aber genau geil finde, ist, dass wir hier ein Kamerastativ haben. Und somit können wir das Ganze auch auf ein Kamerastativ schrauben. Und die Kamera sitzt somit sicher und wir müssen nicht das Wassergehäuse nehmen, was ich natürlich sehr gut finde. Ich werde auch noch mal kurz testen für euch, ob das einfach so drauf zu schrauben ist, weil wenn jetzt hier diese Schraube schon zu lang ist, möchte ich nicht wissen, welche Überraschung wir denn noch haben. Und wir werden mal kurz testen, ob das hier ein Kamerastativgewinde ist. Hier habe ich ein Kamerastativgewinde und wir können es raufschrauben und es funktioniert. Okay, das funktioniert also einmal frei und wir können dann hier das Gehäuse schön auf dem Stativ verwenden. Das funktioniert. Wir werden auch noch mal kurz die seitlichen Löcher gucken. Ja, es passt auch hier einwandfrei und oben passt es jeweils auch rein. Also das ist alles kein Problem. Schade, dass jetzt hier die Schraube unsauber gearbeitet ist, also zu lang ist, so dass wir den Fuß, wir sehen das hier, das ist zu viel, hält hier leider die Platte nicht fest. Da muss man leider nochmal nacharbeiten, aber wie gesagt, für 14 Euro ist das noch vertragbar. Ich finde das Gehäuse auf jeden Fall sehr geil und das ist jetzt für mein Axie Rave, womit ich meine GoPro hier mit euch geile Videoaufnahmen machen kann. Ja, so viel zu dem Alu-Gehäuse. Weiter geht's. So, dann kam noch eine Bestellung von Hobby King hier an. Und zwar haben wir hier einmal Viertelzoll-Dreher und einmal einen 6-Kanal-Empfänger. Und der 6-Kanal-Empfänger ist nicht nur ein 6-Kanal-Empfänger, sondern dieser 6-Kanal-Empfänger gehört zu einer bestimmten Fernbedienung. Ja, gucken wir uns zuerst mal kurz die Dreher an. Ich habe mir jetzt nochmal die Turnigy Dreher geholt und zum Ausprobieren. Und zwar sind das die Viertelzoll Dreher. Und zwar brauche ich die für den Lucy 8. Die Verarbeitung sieht wirklich in Ordnung aus. Die Verarbeitung wirklich astrein. Ich kann mich nicht beschweren. Die Spitzen sehen gut aus. Wir haben hier etwas zwei hellere und zwei dunklere Spitzen. Aber das sieht alles sehr vernünftig aus. Die kommen jetzt auch an meinen schönen Turnigy-Halter. So, da kommen jetzt die EDS-Schraubendinger weg. Und dann kann man hier schön auf der Rückseite die anderen ran montieren. Und die sitzen wirklich hervorragend. Also ich bin begeistert. Und somit wird langsam mein Turnigy-Schraubendreher wirklich komplett. Ja, schönes Ding. Schönes Ding. Gleich mal zur Seite damit. Ja, kommen wir zu dem 6-Kanal-Empfänger und zu dieser neuen Funke, die ich hier habe. Und zwar haben wir hier die Fly Sky. Ich muss dazu sagen, Fly Sky ist wirklich einer meiner Lieblingsfirmen. Und da muss ich auch mal kurz eine Berichtigung machen an Benny. Der hat, glaube ich, mal gesagt, dass ich so der GT2-Typ bin. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe zwar immer wieder die GT2 in meinen Videos zu sehen, aber zu GT2 ist eigentlich ein größeres Spektrum. Und zwar meine ich mit meiner Lieblingsfunke die Fly Sky Technik allgemein. Und ich möchte euch mal kurz die Familie der Fly Sky Technik zeigen. Fly Sky ist wirklich eine, meiner Meinung nach, sehr, sehr, sehr gute Firma, die wirklich sehr gute Funktechnik baut. Ob jetzt die Regler oder ob die Ladegeräte, die betrieben werden,
Ob die Ladegeräte etc. gut sind, will ich nicht sagen. Aber FlySky Funken sind wirklich das Beste, was man sich holen kann im Modellbau. Und das wird auch immer wieder gezeigt. Wir haben hier einmal die GT2, die sehr zuverlässige GT2, die wirklich überall immer dabei ist. Warum? Weil das eine sehr, sehr, sehr zuverlässige Funke ist. Sie ist ganz stinknormal aufgebaut, ganz simpel, ganz easy. Gefällt zwar nicht jedem, weil das Aussehen wirklich scheiße ist, aber für mich ist das Aussehen in dem Sinne dann auch egal, solange sie funktioniert. Und für den Verbrennerbetrieb eine super geile Funke. Dann haben wir die CR3P, die es von verschiedenen Herstellern gibt, Absigma, Modellcraft oder. Ich habe jetzt hier die Modellcraft-Version, die ich dann umgeändert habe, aber es ist die CR3P, wie ihr sie auch kennt von Absigma. Und was steckt hier drinne? Richtig, FlySky. Dann haben wir die Reflex Relay von Carson, die Ultimative Touch. Die gibt es auch von Modellcraft, die gibt es auch von Absigma in einem anderen Aussehen. Alles das gleiche ist, alles FlySky-Technik. Beste Beispiel da oben. Da oben beim Einschalten der Funke könnt ihr das direkt sehen. Ich zeige euch das nochmal. Achtet mal hier. Einschalten da, FlySky. Ja, ist auch FlySky-Technik. Funktioniert genauso zuverlässig wie die GT2. Und jetzt habe ich hier die FlySky GT3B. Die GT3B ist eigentlich 1:1 die gleiche wie die CR3P. Ist eigentlich die gleiche, nur anderes Aussehen. Komme ich auch gleich zu. Wir packen die mal kurz zusammen gemeinsam aus. Und gucken mal, was damit bei ist. Die kam direkt aus China, so wie es aussieht. Ups, da habe ich sie ein bisschen falsch ausgepackt. Hier ist eine kleine CD mit bei. Dann haben wir hier eine ausgedruckte Bedienungsanleitung, richtig süß, wie die Einstellungen sind etc., wofür und. Ja, was die Fernbedienung kann, was nicht enthalten ist, was noch reinkommt etc., etc., etc. Dann haben wir hier einen FlySky-Empfänger, zwar mein erster offizieller FlySky-Empfänger, sonst hatte ich ja mal von Modellcraft oder von Hobby King oder, aber FlySky ist FlySky. Da haben wir hier die Funke drinne. Und wie ich finde, eine wirklich tolle Funkfernbedienung. Oh, diese Styropor nervt. Wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Funkfernbedienung. Sie hat sehr viel Ähnlichkeit zur CR3P. Und zwar richtig viel Ähnlichkeit. Allein schon der Griff ist fast identisch mit den Knöpfen, die wir haben. Wir haben hier unten auch gleich die Trimschalter mit dran. Ja, dann sehen wir schon Ähnlichkeiten hier mit den Knöpfen. Das ist auch gleich. Hier haben wir den Drehknopf, genauso wie bei der CR3P, auch mit Druck. Dann haben wir hier oben die Beintasten, die wir hier auch alle drei haben. Hier die Trimtasten, die hier sind, haben wir hier an der Position. Und wir haben hier noch eine ausklappbare Antenne, die bei der CR3P hier vorne drin ist. Ansonsten alles gleich. Wir haben hier bei der CR3P einen USB-Anschluss zum Laden. Und eventuell als Simulator, hier haben wir eine Charge und noch einen anderen Anschluss. Ansonsten kann ich hier keinen USB-Anschluss feststellen. Der größte Unterschied zwischen den beiden Funken ist wirklich, hier kommen 4 Batterien rein, hier kommen 8 Batterien rein. Aber was macht jetzt diese FlySky GT3B so besonders? Das Besondere bei der FlySky GT3B ist, wir können sie ummodden auf 8-6 Kanäle. Und deswegen habe ich sie mir auch gekauft. Ich werde euch sie mal kurz zeigen. Wir sehen hier das Menü. Das ist nämlich der CR3P 1:1, genau das gleiche. Nur, dass es hier quer ist und hier hochkant. Ansonsten 1:1 das gleiche Menü. Alles gleich. Wir können hier überall durchzwitschen. Es ist 1:1 die gleiche Funke. Ja, aber wie gesagt, hiermit können wir modden. Und das finde ich richtig geil. Und dafür habe ich hier nämlich auch den neuen Empfänger. Und zwar ist das ein 6-Kanal-Empfänger. Und das wird meine neue Fernbedienung für
mein Axel Rave, weil ich die Family ummotten möchte auf 6 Kanäle. Dafür kommt noch was, das ist leider noch nicht, bis jetzt noch nicht gekommen, das werde ich noch extra unboxen für euch. Und zwar ist das ein Board, womit wir auf dem Mainboard hier zugreifen können. Dann können wir hier eine neue Software drauf spielen, was ich alles schon besitze. Und können diesen 6-Kanal-Empfänger von Hobby King mit der FlySky binden. Und dann haben wir aus der 3-Kanal-Fernbedienung eine 6-Kanal-Fernbedienung gemacht und können mit den verschiedenen Knöpfen hier diese Kanäle ansteuern. Genauso wie hier die Knöpfe. Ob das und wie das richtig funktioniert, werde ich noch herausfinden. Ich werde darüber auf jeden Fall eine Videoserie machen. Ich habe das nicht selber erfunden, sondern ich habe das selber gefunden im Internet. Ich werde euch das Video zu dieser Sache auch noch in dem... So, da wurden wir kurz unterbrochen. Ich werde über dieses Thema kein Video direkt machen. Ich werde zwar ein Video darüber machen, wie ich das hier umbaue, aber es gibt schon Leute, die eine Videoserie darüber gemacht haben. Für die Leute, die sich das gerne angucken möchten, der Link zu diesem Video, für die dir das gezeigt haben oder die das erfunden haben mit dieser Funke oder was weiß ich, woher das kommt. Ich habe keine Ahnung. Der Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ist nicht meine Idee, aber ich werde diese Ideen nachmachen. Und dafür ist ja auch dieses Anleitvideo gedacht worden. Und ich werde es für meine Zuschauer da draußen versuchen, so leicht wie möglich zu erklären, um es nachzumachen. Und damit ihr die Möglichkeit habt, auch eine GT3B von 3 auf 6 Kanal zu machen. Ja, wie gesagt, es fehlt noch so ein Elektroboard. Das ist auf dem Weg zu mir, sollte eigentlich schon seit Tagen hier sein. Lässt noch auf sich warten, so wie alle anderen Sachen ja auch. Alle viel zu spät kamen, also echt Wahnsinn. Aber mal kurz zu der Geschichte hier. Ja, das wird nicht meine letzte FlySky-Funke gewesen sein, aber ich muss euch sagen, ich finde FlySky ist einer der zuverlässigsten Funken, die es gibt. Egal, ob es jetzt in der GT3B-Version ist, in der CR3P-Version ist oder in der Ultimate Touch-Version ist mit Touch-Display oder eine ganz stinknormale analoge GT2. Es ist scheißegal. Alle Funken, die ihr hier seht, ist FlySky und alle Funken, und das ist das Tolle, alle Funken, die ihr hier seht, funktionieren mit den ganz stinknormalen FlySky-Empfänger AK GT2, AK CR3P, AK GT3B oder sogar der Touch. Die können wir alle mit diesen Empfängern benutzen. Diese Empfänger gibt es einmal von FlySky, von Modelcraft, von Hobby King, habe ich leider gerade nicht am Start, gibt es von Hobby King. Das Aussehen ist immer das gleiche. Ihr seht, die Empfänger sehen immer identisch aus. Ne? Nur das Label hier oben ändert sich. Ansonsten ist immer alles genau das gleiche. Und diese ganzen Empfänger könnt ihr mit allen diesen Funken benutzen. Und ich finde das einfach genial. Man hat einfach keinen Abriss. Man hat richtig, richtig, richtig krasse Reichweite. Also ich konnte mein Auto nicht mehr erkennen und trotzdem noch steuern. Und das mit der GT2. Mit der CR3P konnte ich das noch nicht so richtig testen, weil ich die noch gar nicht so lange benutze. Mit der Ultimate Touch genauso, wobei ich sagen muss, dass die Ultimate Touch mir überhaupt nicht gefällt, weil dieses Stehen hier einfach so, ihr seht das, diese Fernbedienung ist in meinen Augen ein Flop. Ne? Also wer die gemacht hat, ist, weiß ich nicht, ey, der hat irgendwie nur hier oben drauf geachtet, aber alles andere ist ein Flop. Ne? Der Fuß ist schlecht gemacht, finde ich. Und auch der An- und Ausknopf ist schlecht gemacht, weil man braucht nur einmal drauf kommen und schon geht sie sofort an. Hier ist kein Schutz vor. Das heißt, ihr kommt da einmal drauf, die Funkenfernbedienung schaltet sie sofort an. Ich finde, diese Funke ist ein Flop. Vom Design her. Von der Technik her überhaupt nicht. Wenn ihr die Möglichkeit habt, die Absigma zu kriegen mit Touchscreen und ihr wollt das unbedingt haben, holt euch diese Absigma in dem anderen Design, also nicht dieses Design, weil das ist Katastrophe. Es gibt noch ein anderes Design, ich blende da mal hier im Foto ein. Das soll viel, viel besser sein und das kann ich euch auch eher empfehlen als dieses Design hier. Von der Technik her 1A. Ja, CR3P und GT2 finde ich immer noch irgendwie, diese drei Funken sind wirklich in meinen Augen wirklich die besten Funken. Egal ob vom Stand her, weil diese Funken sind, die stehen und fallen auch nicht um. Na gut, vielleicht hier die GT2, aber da sind jetzt auch keine Batterien drin. Ne? Ja, viele Leute mögen es nicht mit 8 Batterien. Ich muss dazu ganz ehrlich sagen, ey Leute, ganz ehrlich, hier habt ihr 4 Batterien, hier habt ihr 8 Batterien. Ich finde, etwas in der Hand zu haben, ist viel angenehmer. Diese Fernbedienung liegt wirklich sehr gut in der Hand, muss ich sagen, vom Gewicht her. Wir haben hier
die 8 Batterien, wir haben hier das Kontrollpanel und dadurch liegt die Funkfernbedienung wirklich sehr ausgewogen in der Hand und man hat auch das Gefühl, man hat hier was in der Hand. Bei der CH3P ist es natürlich auch so, aber wir merken, dass sie sehr kopflastig ist, weil sie hier schwerer als hier die 4 Batterien und ich finde, die ist sehr kopflastig, ist aber auch eine schöne Funkfernbedienung, wobei ich sagen muss, ja doch, ist eigentlich auch absolut in Ordnung. Aber wie gesagt, sehr kopflastig. Bei der GT2 ist es genau wieder andersrum. Hier ist der Unterteil ziemlich schwer, weil hier die 8 Batterien sind und hier oben nichts drin steckt. Daher ist sie aber auch sehr gemütlich zu tragen, weil ich sie gerne so trage und das Gewicht unten ist. Ja, ich finde 8 Batterien sind kein negativ gegenüber 4 Batterien. 8 Batterien halten halt länger, man hat mehr Power, man hat längere Zeit Power. Bei 4 Batterien ist halt eben so, man hat nicht so viel Leistung, die Akkus gehen schneller leer. Und, also ihr müsst hier seltener die Batterien wechseln wie bei der. Ist klar, 4, 8, ne? Technik die gleiche. Gut, das war's zu den Funken. Eigentlich wollte ich euch eigentlich nur die Funke zeigen und was ich vorhab. Und wollte gar nicht jetzt speziell auf die Funkenart gehen, was besser ist und was nicht gut ist. Die Verarbeitung ist wirklich 1A und wie gesagt, den Mod werde ich zeigen, aber nicht genau in Schritt für Schritt. Ich muss mal gucken. Wenn es nicht so schwer ist, werde ich es euch zeigen. Ja, hier haben wir den 6-Kanal-Empfänger, womit wir alle schalten wollen. Da bin ich mal besonders gespannt drauf. Und das war's mit dem Unboxing. Ja, war ein riesen Shit-Unboxing. Echt alles Mögliche, aber ich dachte mir, die Leute wollen sowieso immer sehen, was ich so zeige. Also zeige ich euch, was ich mir so Neues an Spielzeug geholt habe. Ja, das Wetter momentan ist richtig schlecht, finde ich. Also das Wetter ist momentan wirklich richtig, richtig schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein komisches Wetter mit Schnee, Regen, Kälte und, also so. Das ist so ein richtiges, unbequemes Wetter und ich habe da auch ehrlich gesagt keinen Bock, bei so einem Wetter rauszugehen, um mit meinen Autos zu fahren. Und deswegen weiß ich nicht, der Exil Rave ist schon lange fertig. Ich habe auch schon richtig Bock, mit denen zu fahren, aber bei dem Wetter habe ich einfach keine Lust. Ne? Ja, ich habe da keinen Bock, bei dem schlechten Wetter meine Kameras mitzuschleppen und eventuell das Risiko einzugehen, dass meine Kameras da irgendwie was abkriegen. Viele denken immer so, oh, Laser ist ein schön Wetterfahrer. Aber nee, wenn ich rausgehe für mich, dann nehme ich auch keine Kameras mit. Und dann ist mir auch scheißegal, ob es draußen regnet oder nicht. Aber dann brauche ich auch nur meine Autos mitnehmen und dann fahre ich für mich. Aber meistens ist es ja so, dass die Leute unbedingt ein Fahrvideo sehen wollen. Und wenn ich da mal rausgehe, dann muss leider auch das Wetter passen. Ne? Ja. Gut, so viel dazu. Ich hoffe, das Riesen-Unboxing hat euch gefallen. Ich bin's, euer Laser und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss.